Deine Kumpels, wie gesagt, lassen dich dann links liegen, weil du ein Arschloch bist. Okay. Ey, 3 Schaden am Fahrzeug. Aber mein Tod hat ihr das Herz gebrochen. Sie wird ihr Lebtag nie wieder glücklich werden. Die Weiber sind ja hinter mir her, das sage ich euch. Ich war bereit, ihn eiskalt abzuknallen. Das schafft nicht jeder. Ja, sowas passiert halt. Im Eifer des Gefechts. Obwohl ich noch gar nicht im Gefecht war, aber... Das Gefecht steht kurz bevor. Wir nähern uns dem Strand und hier wird's gefährlich. Denn hier ist der Spaß vorbei. Und die Sicherheit... Das war aber... Da habe ich mir auch echt Zeit gelassen. Komm her. Hier fliegen schon wieder die Granaten um die Ohren. Kleines Begrüßen zu schenken, der war schon tot. Da liegt er, da liegt er, da! Ja! Ich glaube, da hinten kam noch einer. Ich brenne, ich brenne, ich brenne! Oh, Rettung! Eine Rettung, eine rettende Hand! Danke, das hau ich, da hau ich mal ein Dankeschön raus. Weil man auch im Kampf nett zueinander sein muss, sonst stehst du bald hier allein da. Und deine Kumpels sagen dir, ach, der kann uns am Arsch lecken. Der kann... Oh, die Knarre leer. Deine Kumpels, wie gesagt, lassen dich dann links liegen, weil du ein Arschloch bist. Deswegen seid freundlich zueinander, grüßt euch, sagt hallo, wie geht's dir, lange nicht mehr gesehen, oh, ein nettes Gesicht und so weiter und den ganzen Scheiß. Und schon rettet man dich. Und alle Welt liebt dich. Sogar der Gegner schießt nur ungern auf dich. Ich hab's selber erfahren, als ich einen Gegner angelächelt habe, hat er mich verschont und... Wir werden es gleich nochmal probieren. Wenn bei der nächstbesten Gelegenheit gehe ich hin und, versuche den Gegner in meine Arme zu nehmen. Ihr werdet sehen, ein Wunder passiert. Da hinten war einer. Lass dich umarmen. Achso. Na, du bist schon tot. Sie flüchten. Ich dachte, links war noch einer auf der Minimap. Aber sie flüchten alle wie die Hasen. Leute, ich bringe euch Liebe. Ich will doch nur Nächstenliebe unters Volk bringen. Okay. Mich jetzt etwas verwirrt. Dann muss ich mich erstmal abreagieren. Achso. Dieses blöde MG, Alter. Ich schieß das nicht gern. Oh, die Granate. Boah, Alter. Junge, klotz nicht so doof. Da lauert eine Granate. Menschenskind, hast du die nicht gesehen? Ja, scheiße, hab ich mir auch gedacht. Oh, ei, Alter. Ui. Da hab ich aber. Wieder mehr Glück als Verstand gehabt, muss ich sagen. Das Leben hätte jetzt schon hier vorbei sein können. Ey, 3 Schaden am Fahrzeug. Willst du mich verarschen? Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Ja. Gib ihm. Scheiße! Ich glaube rechts. Der war auch schon hinüber. Das ist seiner. Das ist seiner. Schieß ihn in den Schädel. Schieß ihn. Nein. Bin zwar kein Sanitäter, aber ich rette dich trotzdem. Ja.
Und immer lachen. Immer schön lächeln, dann passiert ja nichts. Ah, ja, wo wir gerade bei Lächeln sind. Ich wollte ja mal wieder, wollte ja noch einen Feind in den Arm nehmen. Ich freue mich. Danke. Ich lächle zurück. So. Was? Du bist unglaublich, Soldat. Das war eine Frau. Sie hat bestimmt mein charmantes... Sie hat mein charmantes Lächeln gesehen. Und dann bin ich gestorben. Aber mein Tod hat ihr das Herz gebrochen. Sie wird ihr Lebtag nie wieder glücklich werden. Denn sie sah mich und ihr war klar, das ist meine große Liebe. Mann! Hilfe zählt als Kill, Alter. Ich will den Kill selbst machen, nicht helfen. Jedenfalls, oh, ein schöner Headshot, wird sie mich in ihren Memoiren oder zumindest in ihrem Tagebuch verewigen. Bin ich felsenfest davon überzeugt, weil mein Charme hat sie total beeindruckt. Irgendwie. Oh, Sturmangriff! Junge, das war nichts mit Sturmangriff. Du hättest dir die Energie sparen können. Dieses Gekröle. Ja, die haben sich alle verpisst. Hier ist keiner mehr. Oh, da war noch einer. Du sagst es. Schon wieder einer. Die Weiber sind ja hinter mir her. Das sag ich euch. Sie hängen mir förmlich an meinem Rockzipfel. Ja, wer weiß, wo der steckt. Ne, da ist irgendwo da hinten. Da ist noch einer. Ja, ist ja gut, Junge. Der war schon längst tot. Schießt auf die Leiche, Alter. Das nenne ich Leichenschändung. Upp. Ah, schade. Hätte noch 1-2 Treffer vertragen können. Auf zum nächsten Sektor. Ja. Komm, komm, du bist es! Nein! Jetzt hätte ich fast auf meinen Teammate geschossen. Oh, wir trinken gerade ein bisschen die Augen, Mensch. Die Müdigkeit. Die Müdigkeit nagt schon etwas an mir. Ärgerlich. Da habe ich nicht hingeschaut. Immer stürmen, immer schön stürmen, Jungs. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ach nee, wir müssen Rücksicht nehmen. Weil wir sind ja die Eroberer und haben bloß eine gewisse Anzahl an jämmerlichen Leben zur Verfügung. Aber wir haben gut wieder aufgeholt. 300 stehen wir uns wieder vollumfänglich zur Verfügung. Mann, wie ich quatsche. Ich könnte Verkäufer werden. Da kommt einer. Alter, was ist mit dir? Okay, das nenne ich Ansturm. Haben sie hier schon aufgegeben? Haben die hier schon resigniert oder was ist hier los? Sie zeigen keine... Der Gegner zeigt keine Kampfbereitschaft mehr. Was ist da los? Ich verlange mehr Einsatz von euch. Oh, und schon geht's los. Ich dachte, da war ein Kopf. Okay. Helft mir hoch! Danke! So wollte ich das sehen. Yep! Diesmal war ein Köpfchen dort. Genau da, wo er sein sollte. Mist. Ah, das ist der Nachteil, dass die Knarre immer so schnell leer ist. 10 Schuss sind mit dem Ding echt schnell rausgeballert.
Da. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Hit, hit. Hit, hit, man. Ah, schade. Im Bunker lässt sich da hinten 28 Schaden. Es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Aber der Wille war da. Man kann es mir nicht absprechen. Ich war bereit, ihn eiskalt abzuknallen. Das schafft nicht jeder. Junge, 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 wir sind schon im letzten Sektor angekommen bei denen. Da war ja nicht viel Gegenwehr, wollte ich sagen. So, da stürme ich mal jetzt hier hinten lang. Wie immer das Feld von hinten aufrollen. Damit rechnet keiner. Hilfe zählt als Kill, ich will das aber nicht. Aber man muss, darf nicht wählerisch sein. Es ist ein Kill. Okay, das ist auch ein Kill. Das macht aber mehr Spaß, wenn der Totenkopf echt bei dir selber aufleuchtet. Ja, das war's schon wieder. Sektor, deutlicher Sieg, deutlicher Sieg.